Sieht man mal. Das wird einer unserer neuen Gefährten. Ah. Oh. Heute geht mir schon so ein bisschen auf den Sack, ne? Das. Ah, darum wird sich schon gekümmert. Alle tot. Okay. Voll geile Sache, würde ich mal so behaupten. Wir müssen unbedingt irgendwo hin, also am besten nach der Quest mit Fenris, sollten wir gucken, dass wir unseren Backpack wieder leer bekommen. Könnte das eigentlich auch schon mal wieder destroyen. So. Wunderbarst. Na dann, machen wir uns doch mal auf den Weg. Ja, ja. Ach, dass man immer so lange laufen muss, um die Area zu verlassen. Ja, heiter. Ich denke mal, wir kümmern uns darum, dass wir jetzt momentan so alle möglichen Mitglieder unserer Truppe bekommen. Dann geht das auch alles fixer vonstatten. Ich vergesse mal, wo ich lang muss. Hier lang. Ah, schade. Okay. Lup. Na komm schon, ich hab doch gedrückt, Mann. Ja, Nummer 1. Ey. Nein, das wollte ich nicht. Oh, ich mag die nicht. Die dauert immer so lange. Hör auf, mich anzuschießen, kleiner irgendwas. Ja? Ach, ist das nervig. Hier sind noch mehr. So, dann mache ich jetzt mal den hier. Das war lustig. Das war wirklich sehr lustig. So, hier sind wir ja in der Merchant Skill. So, jetzt müssen wir zurück auf unsere Hauptstrecke. Hier ist übrigens das Red Lantern District mit der Rose, Blooming Rose. Das ist ein Puff. Ich glaube, man kann sogar den richtig nutzen, habe ich aber nie.
Oh, ich sehe gerade. Nein, ich bin ein Level aufgestiegen. So, davon zwei und davon ein und das confirmen wir und dann, oh, was mache ich denn jetzt für eine Ability? Kriege ich das ja auf Level 8, Mörder. Okay, ne, dann gucken wir, warten wir. Warten wir mal ab. Evade wäre schon cool. Ja, dann machen wir das jetzt hier. Evade. So. Davon zwei und davon ein. Und dann... Da. Wunderbar. Und hier zwei und da ein. Und diesmal machen wir... Wir erhöhen das mal. Ja, das machen wir. Voll gut. Zack und zack und zack. So, jetzt müssten wir eigentlich vor der Kirche finden wir, glaube ich, noch mehr solcher Leute oder vor dem. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch zu den ganzen Mansions aus Hightown. No one has left the mansion, but I've heard nothing within. Daenerys may know we're here. I wouldn't put it past him. I could stand to know a little more about this Daenerys. He is a magister of the Tevinter Imperium. Oh, is that all? Nothing to worry about, then. There, he is a wealthy mage with great influence. Here, he is but a man who sweats like any other when death comes for him. What's the worst that could happen? I do not fear death. That does not mean we should be reckless. Ja, und das ist eine Quest, wo ich Fenris mitnehmen muss. Deswegen tut es mir furchtbar leid, Varric, aber dich werde ich nicht mitnehmen. Weil ein Rogue ist mehr als genug. Das ist übrigens mein perfektes Team. Das werdet ihr auch in Zukunft so sehen. Ich werde mal Meryl mitnehmen, statt Bethany. Come and face me! Ganz entspannt. Erstmal müssen wir dich auch skillen, ne? Zwei Ability Points können wir ihm geben. Okidoki, dann machen wir das doch. Wir geben ihm das hier. Und ich würde auch Sonder sagen, ne? Aber... Also, das und... Na, komm. Wir gucken mal. Sander. Machen wir so. So ist gut. Erstmal. Es gibt auch die Möglichkeit, ihn später erst zu rekrutieren, wenn man die Quest später macht. Ich hab... Ja, das ist eine Falle. Normalerweise mache ich das eigentlich immer erst später, oder je nachdem halt, wie ich Bock habe. Als ich ihn das letzte Mal rekrutiert hatte, war ich auf Level 8 oder so. Ja, kann man natürlich ein bisschen mehr Abilities und so scalen. So, und jetzt kämpfen wir halt eben viel Schatten. Hallo? He sends spirits to do his fighting for him. Daenerys, can you hear me? Your pets cannot stop us. Your pets cannot stop us. So, ist sonst noch was hier drin? Nö. Also geht's weiter. So, jetzt können wir nur hier lang. What
Okay. Das Problem an der Sache ist. Achso, ich hab die aus, schon hier weggemacht. Also. Ja, okay. So, dann los und los. Und los und. Nee, den will ich nicht so angreifen. Ja, komm mal so. Müssen wir mit einer Schwester ja irgendwie helfen. So. Und zack, von hinten angegriffen. Oh, oh, da müssen wir jetzt ein bisschen dazwischen greifen. Wo ist dieses blöde... Na, tolle Wurst. So, weil das ist schon wichtig. Hallo! Hört auf mich zu jagen! Naja, egal. So. Das war's. Es ist halt immer sehr effektiv, Eis gegen den Rage Demon zu benutzen. Eisattacken von einem Magier. Und deswegen habe ich mal kurz auf Bethany geswitcht. Da wir aber auf Casual spielen, muss ich das eigentlich nicht so viel. Oh, ist aufgestiegen. Falsch. C. Zack, Attributes. Dat, dat, dat. Und up. Und jetzt bekommst du... Wann kann ich denn da anfangen mit? Level 8. Level 7. Weil das ist echt eine coole Sache. Und fängt ja an, blau zu leuchten auch beim Kampf. Das ist auch sehr cool. So, zack. Die ist offen. Hier ist was drin. Ach. Nur Müll. Kann aber halten. Hier kommen wir auch rein, soweit ich weiß. Standard. Und geöffnet. Und hier? Wir brauchen einen Schlüssel. Also müssen wir weiter gucken. So, wir machen uns jetzt Oh, da sind draußen auch ordentlich viel Partygäste. Oh, danke, Fenris. Coole Sache. Wir haben alle niedergemetzelt. Na toll, nur Müll drin gewesen. Hätte ich ja gar nicht hier reingemusst. Ah, dann die nächste Tür. Hier wird noch irgendwo ein Rage-Demon auftauchen. Ah, Inventory voll. Ja, dann lassen wir den Ring halt zurück. Ist mir egal. Ah, ist auch noch ein Ring. Und die letzte Türe. Hier müsste der Rage Demon drin sein. Da ist er. Wir switchen nochmal auf Bethany. Weil wir das voll gut können. Ja, wie man sieht. Naja, okay. Und jetzt machen wir hier. Und dann hier. Und dann den hier. Und dann den hier. Wo ist denn der letzte? Tot! Also. Okay. Okay. Wir haben den Schlüssel.
Ah, ne, die will ich eh nicht haben, die kaputte Statue hier. Das nehmen wir. Und dann gucken wir hier noch rein. Ne, ist nur Müll.